Es geht um die größte Katastrophe, die sozusagen Menschen in einem alle Menschen betreffenden Maße jemals erlebt haben. Es ist schlimmer eigentlich sogar als Pestverbreitungswellen, die wir auf der Erde erlebt haben oder ähnliches, weil die Grundlagen des menschlichen Lebens hier auf einmal bedroht sind. Also es geht nicht nur darum, wie bei großen Pandemien oder Epidemien, dass jetzt einfach sehr viele Menschen sterben, sondern es geht darum, dass wenn das noch 2-3 Jahre so weitergeht, jegliche Grundlage für die Lebewesen, die an der sogenannten Spitze der Nahrungskette stehen, so wie wir Menschen, komplett zerstört sind. Na, da kann man auch kein Medikament mehr entwickeln. Da gibt es kein Medikament gegen. Also ich glaube vor allen Dingen auch, dass wenn wir das jetzt nicht packen, dass das der letzte Wendepunkt war. Also deswegen eben diese 180-Grad-Wende. Es geht nicht anders. Das ist auch der Stand der Forschung. Ne? Ja. Also wenn man die Nature und Science, die beiden wissenschaftlichen, wichtigsten Zeitschriften, die nur Fachartikel veröffentlichen, liest, sieht man auch, dass also der sogenannte Point of No Return oder der Wendepunkt oder so, dass der jetzt erreicht ist. Also Baden-Württemberg kann sehr, sehr gerne voranschreiten und soll voranschreiten. Ich drücke euch extrem die Daumen. Und ihr habt 6 Monate Zeit. Es machen sehr, sehr viele andere Organisationen mit. Und ihr. Ihr macht auch mit. Ihr wollt uns beim Volksbegehren Artenvielfalt unterstützen? Kein Problem, geht ganz einfach. Ihr ladet euch das Dokument runter, druckt es euch aus, unterschreibt es und schickt uns das Zeug. Es ist null Arbeit, geht zu euren Lebensgefährten, Lebensgefährtinnen, Freunden, Freundinnen, Paar, unterschreibt ihr das und schon habt ihr 10 Unterschriften für das wirklich vernünftige, coole, schöne, lebensfreundliche Volksbegehren. Zack.